Ja, servus liebe Kinderautoren, schön, dass ihr wieder reinschaut. Advent, Advent, der Uli rennt. Ihr solltet jetzt ganz schnell irgendwie einen Adventskranz hinbekommen. Da gibt es eines raus in den Wald, in den Park. Nehmt am besten eine Schnippelschere mit und dann schaut mal, Buchs, Kiefer, Nordmantanne, Fichte, was ihr so findet. Und dann gibt es nur noch eines, möglichst schnell einen Adventskranz draus bauen. Ich habe gesehen, so ein lumpiger Strohkranz kostet schon 9,90 Euro, also fast ein Zehner. Das können wir besser und ich zeige euch wie. Wir zeigen euch eine Adventsgirlande und einen sehr außergewöhnlichen Adventskranz. Lasst euch überraschen, das kriegt ihr auch hin. So, liebe Kinder, Adora, dann sehen wir uns mal an, was ich draußen alles für Äste im Park und im Wald gefunden habe. Das ist doch einiges, was da zusammenkommt. Auch trockene Baumfrüchte, Zapfen und so weiter. Die werde ich jetzt hier dann zu einem konventionellen Adventskranz bzw. einem Adventsgesteck verbauen. Wir nehmen zuerst eine alte Zeitung oder so ein Wochenblatt und basteln uns daraus einen Ring. Gut zusammenkneten das Ganze und die beiden freien losen Enden zusammenstecken und schon habt ihr das Fundament für unseren Adventskranz. Wer sich so einen rohen Adventskranz aus Stroh kauft, der ist einige Euro los. Ganz praktisch ist dieses wiederverwendbare Adventsgesteck, das die Tanja aus einer Europalette gebaut hat. Bei unserem konventionellen Adventskranz, da kommen als erstes die immergrünen und sehr tiefgrünen Zweige der Eibe drauf und darauf befestige ich dann die anderen. Wer will, kann diesen rohen Adventskranz schon hernehmen, nur noch 4 Kerzen drauf und fertig. Das Ganze aber ich werde ihn verschönern. Machen wir wieder einen Sprung zu unserem Adventsgesteck. Hier bilden wir jetzt eine Girlande aus den verschiedenen Zweigen. Für unser Adventsgesteck, das wir immer wieder verwenden können, das die Tanja gebastelt hat, also eine Europalette und rot lackiert hat, da basteln wir jetzt eine Girlande. Dazu verwende ich auch verschiedene Zweige, die von der Nordmantanne, von der Thuje oder von der Fichte. Ich verzwirbele das Ganze mit Draht, mit Blumendraht, schneide den immer wieder ab, nehme wieder ein nächstes Stücklein Zweig und mische das Ganze durch, damit auch im Grün eine gewisse Buntheit entsteht. Das geht wirklich, dass man da Kontraste setzt mit den unterschiedlichen Grüntönen und werde dann das Ganze unter durch das Gestell hindurchführen und dann sieht es wunderbar aus und ist am Tisch ein absolut toller Blickfänger zur Adventszeit. Bei unserem konventionellen Adventskranz, da setze ich jetzt mit den Beeren einige farbliche Kontraste, die auch wirklich sehr schön rüberkommen. Die getrockneten Hagebutten setzen auch einen tollen farblichen Akzent bei unserem Adventsgesteck auf den grünen Girlanden. Ja, mal ein kurzer Blick auf unser Adventsgesteck, das die Tanja aus einer Europalette gebastelt hat. Das sieht selber. Sie hat dann in gleichmäßigen Abständen 4 Löcher reingebohrt und dort Gläser reingestellt. Da könnt ihr dann später Teelichter oder größere Kerzen reinstellen. Der Vorteil ist immer an der Konstruktion, sie lässt sich leicht transportieren. Das heißt, wenn sie mal wegstellen wollt von dem Tisch woanders hin, kein Problem. Und ihr könnt es jedes Jahr wiederverwenden und jedes Jahr völlig neu gestalten, wie ihr wollt. Ihr könnt sogar auch dieses Gesteck irgendwo aufhängen, wenn es ist. Höchste Zeit, dass wir jetzt versuchen, der Girlande durch unser Adventsgestell hindurchzuführen, damit das Ganze jetzt deutlich mal an Farbe gewinnt. Und auch die Kontraste zwischen Rot und Grün sind super. Ja, wir schauen auch draus, dass die Hagebutten und andere Trockenfrüchte oder Baumfrüchte hier zur Geltung kommen. Immer wieder betrachten wir das Adventsgesteck von verschiedenen Seiten, wo wir was ausbessern können oder Akzente. Willkommen zurück beim konventionellen Adventskranz. Hier befestige ich jetzt Tiere, die die Kinder ausgesucht haben. Scharf passt ja auch zu Weihnachten. Und mit Kiefernzapfen lassen sich auch nochmal ganz tolle optische Effekte auf unser Adventsgesteck erzielen. Ja, liebe Kinderautoren, ihr seht schon, hier rührt es richtig groß, sehr weitmännisch, was wir hier gebastelt haben. Diese längliche Adventsgirlande, da sind dann innen drin Gläser, da kommen dann die Kerzen rein, 4 natürlich an der Zahl, wie sich's gehört und was wir sonst so alles draußen in der Natur gefunden haben. Und hier, wie ich schon versprochen habe, haben wir ein Potpourri aus lauter tollen Sachen, die wir in der Natur gefunden haben, zu einem Adventskranz verarbeitet und dazu, wie es die Kinder eben gern haben, mit Schleichtiere das Ganze dekoriert. Kostet uns keinen Cent im Endeffekt. Also entweder, wie gesagt, der wirklich hier ein Blickfang ist, diese Girlande aus einer alten Palette oder der wirklich bunte Adventskranz. Schaut wieder rein bei uns bei kinderautor.de. Ich freue mich, euch wieder zu sehen. Macht es gut, bis dahin. Pfiat, servus, euer Uli.